Hallo meine Freunde, seit heute läuft in Battlefield 5 ein neues Tides of War Kapitel und zwar saurer Apfel. Das erste Mal geht es jetzt in Woche 4 nicht um Feuersturm, sondern um einen neuen Modus, der mit ins Spiel gekommen ist und zwar Schinderei. Das ist im Prinzip ein kleiner Conquest-Modus, also Eroberungsmodus. Den können wir auf drei Karten spielen und zwar Vernichtung, Verbogener Stahl und Rotterdam. In diesem Spielmodus geht es darum, drei Flaggen einzunehmen, also genau das gleiche wie in Eroberung, und diese auch zu halten. Die Level sind nur ein bisschen anders angelegt und auch teilweise stark modifiziert worden dafür. Sie bekommen dadurch einen eher schlauchähnlichen Charakter. Mich hat es dadurch irgendwie sehr an alte Karten erinnert, zum Beispiel Argon Forest von Battlefield 1 oder auch Operation Metro. Es ist also sehr schnell und sehr chaotisch mitunter und der gute alte Granatenspam ist zurück. Das ist aber nicht das Einzige, was diese Woche dazu kommt. Wir können uns auch eine neue Waffe freischalten und zwar für die Medic-Klasse. Das ist dieser Karabiner hier, der Kommando-Karabiner. Wenn ihr die Kriegsgeschichten gespielt habt, kennt ihr den schon. Den kann man oft am Anfang der Level aufsammeln. Ist ein Einzelschusskarabiner, der allerdings schallgedämpft ist. Das Interessante ist, dass der Medic bis jetzt gar keine Karabiner hat, also nur SMG-Waffen. Und das ist die erste Waffe der Medic-Klasse, mit der man vielleicht auch Fernkämpfe bestreiten kann. Wir werden sehen. Ich zeige euch in diesem Video kurz, wie man ihn freischaltet, was die Aufgaben sind und wie es am schnellsten geht. Die erste Aufgabe ist denkbar einfach. Wir sollen eine Runde im neuen Modus Schinderei spielen. Ich denke mal, da es ein neuer Modus ist, hatte das sowieso jeder von euch mal vor, um zumindest auszuprobieren, ob es was für euch ist oder nicht. Sei nur so viel gesagt, wenn ihr auf chaotisches Gameplay mit viel Action steht, dann seid ihr hier auf jeden Fall richtig. Jetzt teilt sich der Aufgabenstrang in drei Wege. Unten ist auf jeden Fall der schnellste, aber auch der schwierige von den drei Wegen, denn wir sollen Dinge innerhalb von einem Leben erledigen. Für den ersten Punkt sollen wir fünf unserer Kameraden innerhalb von einem Leben wiederbeleben. Der ein oder andere könnte jetzt denken, oh, fünf sind aber viel innerhalb von einem Leben. In einem normalen Conquest-Spiel würde ich da auch zustimmen. Da wäre es gar nicht so einfach. Aber hier ist es halt so, dass alle eure Teammitglieder gebündelt nach vorne preschen. Und wenn ihr einfach immer ein kleines Stückchen hinter der Frontlinie bleibt, ergeben sich da eigentlich genug Möglichkeiten, Leute wiederzubeleben, ohne dass man selber unbedingt ganz vorne mitkämpfen muss. Das Wichtigste hier ist logischerweise lange überleben, aber da ihr ja ein Medic seid und euch selber heilen könnt, sollte das eigentlich kein Problem sein. Also das kann man locker innerhalb von einer Runde schaffen. Dazu kommt auch noch, dass im Moment viele andere diese Challenge vielleicht erledigen wollen. Ihr werdet also nach meinem Gefühl viel häufiger wiederbelebt als in den normalen Spielen oder wenn so eine Challenge nicht aktiv wäre. Und wenn ihr wiederbelebt werdet, zählt das ja quasi als ein Leben und ihr könnt die Challenge weitermachen. Genauso ist es mir passiert. Vier hatte ich schon, bin dann gestorben und wiederbelebt worden. Und wenn ihr ganz brav wart, dann bringen sie euch sogar eure Leute zum Wiederbeleben. Frei aus, völlig umsonst. Ist es nicht nett? Und damit hatte ich diese Challenge geschafft und wir kommen auch schon zur nächsten. Für diesen Punkt sollen wir auch wieder innerhalb von einem Leben 15 Teamkameraden versorgen. Dabei ist es egal, wie oder mit was ihr eure Teamkameraden versorgt. Ihr könntet zum Beispiel auch ganz vorne einfach eine Sanitäts- oder Munitionskiste hinstellen und irgendwo campen. Ich habe nur gemerkt, dass es sehr viel schneller geht, wenn ihr einfach die einzelnen Päckchen selber raushaut. Hier ist es wieder von Vorteil, den Medic zu nehmen, weil ihr euch natürlich selber heilen könnt. Ihr seht schon, wie schnell das geht, wenn ihr wieder ein bisschen hinter der Frontlinie bleibt und einfach immer die Päckchen rausspammt. Ich habe diese Szene extra mal nicht geschnitten, damit ihr seht, wie schnell das geht. Also, wenn ihr euch hinter einer guten Deckung befindet, wie bei mir jetzt zum Beispiel den Panzer hier, und ihr relativ weit vorne steht, bekommen die Leute immer Schaden durch Explosionen oder natürlich auch die anderen Spieler. Und ihr haut einfach immer weiter die Sanitätspäckchen raus und innerhalb von, was weiß ich, 30 Sekunden ist das erledigt. In der gleichen Runde habe ich dann auch noch einen Punkt auf dem oberen Weg erledigt. Und zwar sollen wir auch wieder innerhalb von einem Leben zwei Gegner eliminieren. Da habe ich es mir relativ einfach gemacht und das könnt ihr, glaube ich, auch relativ einfach hinkriegen. Ihr schnappt euch eine Schrotflinte, sprintet nach vorne. Eins, zwei, ein Double Kill, sehr schön, dankeschön. Dann drei, vier, fünf, sechs, Collateral, danke, sehr schön. Ich kann schon vorwegnehmen, es kommen jetzt leider keine mehr dazu. Also auf zum nächsten Punkt. Und für diesen sollen wir zwei Gegner innerhalb von einem Leben mit einer Handgranate ausschalten. Das hat aus irgendeinem Grund bei mir ziemlich lange gedauert, also im Vergleich zu allen anderen Punkten. Hab immer wieder versucht, mich an den Stationen aufzumunitionieren, also dass ich eine neue Granate krieg. Hab Granaten geworfen ohne Ende, aber irgendwie hat es nicht geklappt, dass ich innerhalb von einem Leben zwei hatte. Dann, als ich aufgehört habe, es zu versuchen,
und ganz normal das Spiel gespielt habe, hat es funktioniert, also zumindest beim Einmal. Dann bin ich natürlich schnell zurückgelaufen zur nächsten Munitionsstation, habe mir noch eine Granate geholt, wieder zurück zu der Position. Hab einfach mal auf Verdacht, weil da natürlich immer viele sind bei dem Balkon, eine reingeworfen und ups, siehe da, zwei innerhalb von einem Leben. Wem das jetzt zu schwierig ist, alle Dinge innerhalb von einem Leben, also ohne zu sterben, zu erledigen, für den gibt es noch den mittleren Weg. Und der ist ein wenig grindy. Das heißt, ihr müsst hier etwas mehr Zeit investieren, kommt also nicht so schnell zum Karabiner wie über die anderen beiden Wege. Schauen wir uns den Weg mal an. Als erstes sollen wir 100 Mal Teamkameraden versorgen. Das ist so ähnlich wie die Aufgabe vorher. Nur ihr müsst halt nicht 15, sondern 100 Mal Leute versorgen. Bei mir hat sich dieser Punkt am Ende von selbst ergeben, also ich habe ihn nicht unbedingt gegrindet. Für den zweiten Punkt auf der mittleren Ebene sollen wir 1500 Schaden verteilen, und zwar mit Seitenwaffen, also Pistolen, Nahkampfwaffen oder Bajonetten. Ich denke, das ist selbsterklärend. Wollt ihr den mittleren Weg gehen, schnappt ihr euch dann einfach eine Pistole und schießt am besten mit nichts anderem für ein paar Runden. Das kann vielleicht ein bisschen nervig sein, aber früher oder später habt ihr dann die 1500 Schaden zusammen und ihr kommt auch immer relativ nah an die Leute ran mit den Pistolen, also könnt ihr vielleicht auch zusätzlich noch ein bisschen Schaden mit Nahkampfwaffen verteilen. So, ob den oberen, den mittleren oder den unteren Weg, wir sind jetzt auf jeden Fall bei den letzten zwei Aufgaben angekommen. Dazu geht's wieder zurück in den neuen Spielmodus, falls ihr nicht die Aufgaben sowieso alle da erledigt habt wie ich. Für den ersten der beiden sollen wir insgesamt 15.000 Punkte in Schinderei erringen, das heißt also einfach ein paar Runden spielen. Das sollte so 2, 3, vielleicht auch 4 Runden dauern und dann habt ihr den Punkt geschafft. Für den letzten Punkt, bevor wir den Karabiner bekommen, sollen wir dann noch insgesamt 7500 Punkte heilen oder aber Schaden hinzufügen. Also es zählt hier beides, ob ihr jetzt heilt oder Schaden verursacht. Beides wird auf die Punkte addiert. Ihr habt schon gemerkt, das ist alles so ein bisschen auf den Medic ausgerichtet, weil die Waffe natürlich auch für den Medic ist. Ihr schnappt euch wieder die Medic-Klasse, spielt ganz normal, heilt ordentlich durch und früher oder später habt ihr den Punkt geschafft. Dann gehört dieser wunderschöne Karabiner euch. Tada! Aber vergessen wir nicht die beiden Zusatzaufgaben, die wir noch erfüllen können, damit wir noch ein bisschen Kapitel XP kassieren. Direkt nach der ersten Aufgabe wird der erste Punkt freigeschaltet und zwar sollen wir dafür insgesamt 5000 Kugeln abfeuern. Ich denke, ihr wisst, was dafür zu tun ist. Ja, genau, sowas in der Richtung. Zu guter Letzt können wir dann noch für den letzten Punkt den Karabiner einmal auspacken und mit einem Leben 5 Leute eliminieren. Ja, wie spielt er sich denn jetzt so? Ich finde, es ist eine gute Abwechslung für die Medic-Klasse, dass man da auch so eine Waffe jetzt zur Verfügung hat. Er ist nicht zu overpowered, er ist nicht zu gut, was auch schlecht wäre, denn der Medic kann sich heilen und wenn er dann noch eine super, super gute Waffe hat, dann würde das Ganze wahrscheinlich ein bisschen unbalanced. Also ich denke, ich werde ihn öfters mal nehmen und ein bisschen Spaß damit haben. Okay, das war's dann von mir zu dem Thema. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und auch ein bisschen weitergeholfen. Viel Spaß mit dem neuen Karabiner. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da und ein Abo. Wäre super, ich würde mich freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch bei meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.